Da haben wir sie, die Grand Theft Auto 5 Collector's Edition. Ganz teures Stück. Ich glaube, momentan kostet die so um die 250 Stutzen. Genau, momentan überall ausverkauft, nur über den Schmatzmarkt zu kriegen und dementsprechend teuer. Da haben wir sie auch gekauft, ne? Nicht ganz. Wir haben sie ganz normal erworben und packen sie jetzt mal aus und schauen mal, was so drin ist. Weil genau, ich bin gespannt. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Ist ja auf der Packung kaum zu sehen, was drin ist. Also nee, es steht eigentlich überhaupt nichts drauf. Ja. Wenn man sieht hier ein paar Artworks und dann halt die üblich verdächtigen Copyrights und so. Und ganz wichtig, beinhaltet Grand Theft Auto Online. Ja. Wenigstens das steht drauf. Aber ansonsten, ob da jetzt eine Knarre drin ist oder eine Gummipuppe oder weiß der Geier was, steht nicht drauf. Aber wir gucken jetzt einfach mal. So, was haben wir hier Schönes? Kartönchen. Ja, erstmal wahrscheinlich hier so ein bisschen schönen Prägedruck. Mhm. Ganz teuer, wissen wir ja, kann man auch auf dem Cover machen, in den Zeitschrift machen, aber selten, weil es so teuer ist. Genau. Aber Rockstar Games hat natürlich hier keine Kosten und Mühen gescheut. Und jetzt machen wir auf, jetzt bin ich mal gespannt, was da so drin ist. Das so. Sieht ja schon mal so ein bisschen aus wie das Spiel. Oh, hoppala. So, in einer schönen, fühlt sich zumindest an wie so ein bisschen wie ein Steelbook. Ja, ich würde mal sagen, ich pack's mal aus. Ja, jetzt geht's wieder los. Ich und Plastik, ne? Mit Plastikverpackungen kann ich mich irgendwie nicht so richtig anfreunden, muss ich sagen. Ich stehe auf richtige Sachen. Ah, hier. So, machen wir auf. Ganz offenbar, genau, ist eine Steelbook-Verpackung. Sieht auch ganz cool aus, finde ich, ehrlich gesagt. Ja. Artworks, die man noch nicht an jeder Ecke gesehen hat. Ja, und ist vor allem für alle Sammler natürlich wieder ganz ideal, weil kein USK-Zeichen drauf. Mhm. So, mal reinschauen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, alles klar. Ganz normal hier, wie beim normalen Kauf auch. Also egal, ob Steelbook oder nicht. Die wieder mal unglaublich ausführliche Anleitung. Aber es gibt ja hier, es gibt ja das digitale Handbuch. Das kann man sich hier, das gibt es sogar als App. Oder eben auf der Website, da kriegt man noch ein bisschen mehr Informationen, weil ja, also hier kriegt man wirklich außer der Steuerung eigentlich nichts. Und wichtig sind natürlich immer die Telefonnummern für die, die sich noch nicht auswendig gelernt haben. Nee, das ist ein bisschen, naja gut, das ist aber nicht das Wichtigste an dem Ding gewesen. Viel cooler ist ja die Karte hier. Die ist aber auch im normalen Spiel drin, ne? Ja. Das ist ja so ein bisschen Rockstar-Klassiker, finde ich auch inzwischen echt ziemlich cool, dass die eigentlich immer bei GTAs letzter Zeit hier so eine Spielweltkarte mitliefern. Einmal die komplette Spielwelt von oben bis hier runter zum Stadtgebiet und dann noch, wie sich es auch bei einer normalen ADAC-Karte und so immer gehört, einmal der Zoom von der Innenstadt. Ganz genau. Weil da gibt es natürlich viele, viele Straßen und da muss man den Überblick bewahren. Ja, ist schon ganz cool. Zumindest am Anfang des Spiels hält man sich ja da am meisten auf. Und jetzt Klassiker, ne? Auch so ein Ding. Genau. Wie geht sowas wieder zusammen? Ich mache das später nach dem Video. So, was haben wir hier? Logischerweise, das Spiel ist auch drin, juhu. Unterschied zur 360-Version eben, da ist noch so ein bisschen Plastikreste, ist nur eine Disc, Blu-ray. Wenigstens den Vorteil hat die PS3 auf jeden Fall immer gegenüber der 360, dass einfach halt da 25 Gig drauf passen. Und das ist halt im Vergleich zur Xbox-Version immer praktischer. Das war das Spiel und jetzt kommen wir hier mal zu den, na, was ist das? Ah, okay. Das ist natürlich sozusagen geldwerter Vorteil. Da kann man sich diverse digitale Geschichten runterladen. Mhm. Zum Beispiel gibt es da Bonus-Outfits, ein Stuntflugzeug, ja, Stuntflugzeugprüfungen, Spezialfähigkeitsboost, spezielle Charaktere, zusätzliche Waffen, einzigartige Fahrzeuge und Garagenbesitz. Und last but not least, man kann das Atomic Luftschiff fliegen. Das finde ich ja cool. Das sieht man ja, wenn man GTA spielt am Himmel. Und ja, anscheinend kann man als Käufer der Collector's Edition das auch selber steuern. Muss natürlich einlösen und braucht natürlich logischerweise ein PSN-Konto dafür, sonst geht das nicht. Ganz genau. So. So, das ist irgendwie so eine Blaupause. Genau, das ist die berühmt-berüchtigte Blaupause, die hier dabei ist. Die schauen wir uns jetzt mal an hier. Das ist eigentlich, wenn ich es jetzt richtig sehe, nur nochmal die Stadt. Und die aber eben in so einem Blaupausen-Style. Da sind anscheinend so ein paar spezielle Stellen noch eingezeichnet. Ah, okay. Unterschlupf, leichtes Geld und getunte Schlitten. Also mit also einem Wort. Da gibt es anscheinend leicht verdientes Simien, leicht verdientes Geld für Fahrzeuge. Und da gibt es also noch so ein paar Insider-Tipps. Genau, also es ist letztendlich wie so eine kleine Secrets-Karte, die aber nur so den Ort jeweils zeigt, aber nicht genau was und wie und wo. Aber ist schon ganz cool und ist auch optisch, finde ich, ganz, ganz schicki. Ja. Aber jetzt auch nichts, wofür ich 250 Euro jetzt noch zahlen würde.
Aber ist noch nicht fertig hier, die Kiste. Ja, jetzt kommt ja natürlich das absolute Highlight. Nee, Ironie, Alarm. Aber ist natürlich trotzdem ganz nett, hier dieser Schlüsselanhänger mit dem GTA 5 Logo. Und der Schlüsselanhänger ist ein Schlüssel. Genau, der Schlüsselanhänger ist ein Schlüssel. Für was ist der Schlüssel? Was kann man damit aufschließen? Das werden wir vielleicht beim weiteren Auspacken noch merken. So, Plastik weg. Nur Plastik. Genau. Zack, weg. Nächste Plastik. Jetzt wird's schon cooler. So, das ist jetzt... Der ganze Rest. Im Karton ist nichts mehr drin. Das ist das, was noch dabei ist. Und jetzt schauen wir mal, was in dem Plastik hier genau drin ist. Man sieht's ja auch schon. Ich würde mal ganz schwer tippen, es handelt sich um eine Baseballmütze. Ja, eher was für dich. Bin ich so der Mützenträger. Ich aber auch nicht, ey. Nee, du trägst nie. Nein, ich trage nie Mütze. Also ich muss überlegen, wann ich das letzte Mal eine Mütze getragen habe. Das ist sicher schon 10 Jahre her. Ja. Nee, also im Ernst, Baseballmützen stehen mir überhaupt nicht. Deswegen musst du sie auch ausprobieren gleich. Oh, mach sie mal raus, bitte. Toll. Ja, genau. Also erstmal hier nicht irgendwie GTA 5 Logo vorne drauf, sondern Los Santos. Das GTA 5 Logo oder hier diese markante 5. Die findet sich eben hier an der Seite. Ist auch irgendwie, also die macht einen ganz hochwertigen Eindruck, außer dass hier der Schirm irgendwie ganz schön fest ist. Ja, man muss sagen, das Merchandise von Rockstar Games ist zum Glück meist recht hochwertig. So, du meinst, die Mütze passt gut zu meinem T-Shirt, das ich irgendwie anhabe. Das ist aber nicht dabei, das muss ich dazu sagen. Ja, ihr wisst jetzt auch, warum ich nie so eine Baseballmütze aufziehe, weil die mir völlig überhaupt nicht passt. Ich versuche jetzt einmal mal noch ein bisschen die Größe so dahingehend zu verändern, dass es nicht ganz so cheesy bei mir ausschaut, aber ich glaube, es wird mir nicht groß. Ich glaube, ehrlich gesagt, es liegt nicht an der Größe, Thomas. Also ich will dich jetzt nicht irgendwie ärgern, aber also die Mütze an sich ist geil, nur mein super, ist nicht so. Ja, okay, also es das fühlt sich nicht mehr ganz so scheiße an, aber es sieht wahrscheinlich noch scheiße aus. Tut mir leid, es müsste eigentlich Los Zedlak draufstehen, dann wäre es noch geiler irgendwie. Ja, jetzt oder vielleicht ist es ja, ich habe ja schon eine Mütze auf. So ist geiler. Aber die lässt jetzt mal so lange auf, während wir das letzte Teil noch auspacken aus dem Karton. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert hier, nämlich eine, wie wird es nochmal offiziell genannt? Ich habe es mir nicht gemerkt, es ist völlig kompliziert, aber es soll anscheinend so eine Geldtasche sein. Also irgendwie, wenn man so einen Geldtransporter hat oder irgendwie, keine Ahnung, abends beim Laden irgendwie den Umsatz des Tages einsammelt, dann passiert es natürlich in solchen Geldtaschen. Und die ist natürlich abgeschlossen. Genau. Und jetzt kombiniere ich jetzt einfach mal so, dass ja vielleicht ein Zusammenhang besteht zwischen diesem Schloss und diesem Schlüssel hier. Deswegen werde ich jetzt auch versuchen, diese Tüte hier aufzumachen. Es wird mir natürlich nicht gelingen. Doch, es wird mir gelingen. Rupf's halt auf, Thomas. Also, ich bin erstens neugierig und zweitens ungeduldig, deswegen reiß es einfach auf. So, jetzt würde ich sagen, wird mir die Ehre zuteil, hier den Schlüssel mal reinzustecken. Ich mach's mal so. Passt eh nicht. So. Schließ mal auf, andersrum. Zack. So, jetzt ist der Reißverschluss hier auf. Den Inhalt, der hoffentlich im sechsstelligen Bereich sich bewegt. Oh, irgendwie nicht so. Naja, gut. Trotzdem ist es irgendwie ganz witzig. Man kann natürlich seine Millionen dann einfach reinfüllen, genau. Stilecht. Also wer schon immer mal ein Portemonnaie oder sowas mit Schlüssel gesucht hat oder ein Federmäppchen, also es gibt ja auch sicher viele Schüler, die natürlich über 18 sind, die Grand Theft Auto 5 kaufen. Ja. Und gerade für die so, wenn die dann in der 8., 9. Klasse sitzen, nachdem sie 3 Ehrenrunden gedreht haben, ist es für die wahrscheinlich geeignet. Und dann kann man zum Beispiel, damit die Lehrer nicht sehen, dass man so Bilder von der Schulfreundin oder so Zettel, wo drauf steht von 1 bis 10, ich hab dich gern und so, dass man die nicht findet, kann man da abschließen. Und zwar indem man eigentlich, das ist ein ganz, also schon ein bisschen ein windiges System, weil eigentlich, wie man hier sieht, wird nur der Reißverschluss an sich hier quasi blockiert. Wenn ich das hier richtig gesehen habe, macht man einfach hier zu und dann ist der Reißverschluss dann quasi hier so reingeklemmt und dann kann man eigentlich nur mechanisch den Reißverschluss nicht mehr rausnehmen. Ich tippe jetzt mal, es ist nicht ganz einbruchsicher, das Ding. Aber ich glaube, wenn man seine Kindheit im Ghetto verbracht hat, dann findet man einen Weg, das hier so anderweitig zu öffnen. So, wenn ich jetzt mal zusammenrechne, ne? Wir haben das, wir haben das, wir haben diversen kleineren Tant, würde ich jetzt mal sagen, das Spiel selber und viel Karton. Gut, also zum Originalpreis vielleicht, aber für 52 Euro muss man vielleicht schon ein bisschen sehr viel Sammlerliebhaber sein, um das zu bezahlen. Lustig ist allemal, wir packen unsere jetzt wieder ein, weil eingepackt sah sie doch irgendwie schöner aus. Ja, das machen wir jetzt geschwind. Fertig.